Sie ist die Ruhrgebietsautobahn. Sie verbindet Ost und West. Und sie führt mitten durch den Lebensraum von 5 Millionen Menschen. Die A40, der Ruhrschnellweg, ist eine Straße der Hoffnung und des Ärgers. Eine Autobahn als Nachbar. Als Ausrede fürs Zu-spät-Kommen. Als das Erkennungszeichen einer Region. Wer diese Straße versteht, der versteht das Ruhrgebiet, seine Menschen und seine Geschichte. Die A40 ist immer für eine Überraschung gut. Der größte Stau der letzten Jahre beginnt nicht zur Raschauer, sondern mittags, um 1. Grund: eine entlaufene Kuh. Sie ist vom Bochumer Schlachthof geflohen, auf die A40 Richtung Essen. Erst wird eine Spur gesperrt, dann die andere. Und dann heißt es, von Dortmund bis Essen alles dicht. 16 Kilometer Stau. Mich wirst du so leicht nicht vergessen, Baby, mich wirst du so leicht nicht vergessen, Baby, mich wirst du so leicht nicht vergessen, Baby, so leicht nicht vergessen. Die Zuschauer warten vergeblich auf ein Happy End. Die Autobahnpolizei ist auf der Suche nach einem Jäger mit dem passenden Gewehr. Ende einer Autobahnflucht. Ende eines Staus von sehr vielen auf dem Ruhr-Schleichweg oder dem größten Parkplatz des Ruhrgebiets. Die A40 hat sich ihre Spottnamen in den letzten Jahrzehnten redlich verdient. Allein 2016 waren es 52 Staus pro Tag. Und alle haben etwas gemeinsam. Schuld sind immer die anderen. Da waren die sogenannten Tutti Frutti Girls hier bei diesem Autoausrüster, möchte den Namen jetzt nicht sagen. Und die Leute, die dann von Bochum nach Essen fuhren, so wie ich, die wussten das und haben alle versucht, durch die Bäume irgendwie zu gucken, was da los ist. Und ich habe Verständnis für alles Mögliche, aber nicht dafür, dass man versucht, durch die Bäume auf ein Gelände zu gucken, um eventuell eine nackte oder halbnackte Frau zu sehen. Also da habe ich mich schwer geärgert. War 5-6 Kilometer Stau, ich bin wahnsinnig geworden. Es gibt weniger Staus auf dem Ruhrschnellweg als vor 20 Jahren. Auch wenn die meisten Autofahrer das bestreiten werden. Früher war eben nicht alles besser. Auch nicht auf der A40. Die Autobahn und das Ruhrgebiet waren in den letzten Jahrzehnten Weltspitze und Deutschlands größte Krisenregion. Untergang und Neuerfindung auf 66 Kilometern Länge. Die A40 schlängelt sich mit ihren 33 Ausfahrten zwischen Dortmund und Duisburg durchs Revier. Und sie ist inzwischen älter als die meisten der 5 Millionen Menschen, die hier leben. Es ist halt so ein Stück Ruhrgebiet, so ein Stück Heimat, so ein Stück Leben. Auch wenn sie manchmal nervt, ist wie so, ich meine auch bei kleinen Kindern, die nerven, aber irgendwie hat man sie auch gern. Also es ist schon eine ganz komische Geschichte. Man kann das ganz schlecht beschreiben. Eine Autobahn als Mitglied der Familie? Eins stimmt auf jeden Fall. Entweder man liebt sie oder man hasst sie. Egal ist sie keinem. Und ohne geht's schon mal gar nicht. Die unbeschwerten, glücklichen Tage der Ehe von Revier und Ruhrschnellweg liegen schon lange zurück. Vor 65 Jahren war man noch richtig verliebt. Mitten im Wirtschaftswunder. Das war natürlich eine andere Zeit. Also, wenn da jemand gesagt hat, wir bauen hier eine Autobahn, dann haben alle Hurra geschrien. Die Baustellen waren auch nach heutigen Maßstäben gigantisch. Und es ging unglaublich schnell voran. Einen Handelsweg gab es hier schon vor 2000 Jahren. Und jetzt begannen überall im Ruhrgebiet die Arbeiten an der Straße der Zukunft. In der Zeit, als das Ruhrgebiet kraftvoll war, an seine Zukunft glaubte, sich selber auch eine eigene Zukunft schaffen wollte,
Da hat man eben auf Verbindungen Wert gelegt. Und der Ruhrschnellweg, wie er dann genannt wurde, war eine solche wichtige Verbindung, eine extrem wichtige Querverbindung. Der Ruhrschnellweg sollte deutlich moderner und breiter werden als die alte B1. Das Ziel: auf 4 Spuren von Duisburg nach Dortmund. Das Ruhrgebiet war auf dem Weg, die wirtschaftliche Herzkammer der jungen Republik zu werden. Ein leistungsfähiges Fernstraßennetz war da ein Muss. Also wurde investiert, was das Portemonnaie hergab. Und das war viel. Der Abschnitt hat eine Länge von 6 Kilometern und kostet die Kleinigkeit von 135 Millionen. 6 Kilometer Straße, 135 Millionen. Ja. Das scheint mir eine der teuersten Straßen Deutschlands zu sein. Ja, man kann es sagen, denn diese Straße führt leider mitten durch das bebaute Gebiet. Die Innenstädte glichen zeitweise Mondlandschaften. Baustellen zogen eine unüberwindbare Schneise mitten durch Wohngebiete. Der Bau des Ruhrschnellwegs mitten durchs Revier sprengte alle Dimensionen. Proteste gegen die Riesenlöcher vor der Haustür gab es aber kaum. Die Menschen freuten sich auf die neue Straße. Das ist heute anders. Wenn wir sagen, wir bauen eine Autobahn, dann bilden sich schon die ersten Bürgerinitiativen, die natürlich auch etwas finden, was gegen den Ausbau spricht. Ich denke, damals war es wesentlich einfacher, solche Maßnahmen überhaupt auch politisch oder gesellschaftlich durchzubringen. In Essen wurde sogar ein Haus in der Mitte durchgesägt, weil es halb im Weg stand. Die Bewohner in der anderen Hälfte durften wohnen bleiben. Im ganzen Revier mussten alte Häuserblöcke weichen und neue Mietshäuser gebaut werden. Es stehen noch eine Menge Häuser dort. Die Leute müssen erst an anderer Stelle untergebracht werden, dann können die Häuser beseitigt werden. Wir schätzen aber, dass wir im Gesamt gesehen in 5 bis 6 Jahren die ganze schwierige Maßnahme durchgebracht haben. Dann also in 5 Jahren wird es nicht mehr heißen, der Ruhrschnellweg ist in Wirklichkeit ein Ruhrschleichweg. Sehr richtig, so wird es sein. Dankeschön. Fertigstellung in Rekordzeit. Innerhalb von 10 Jahren wurden die meisten Abschnitte zwischen Essen und Dortmund eingeweiht. Ab 1961 hieß es, auf 4 Spuren durchs Revier. Die Straße sollte vor allem der Industrie helfen. Stahl konnte nun viel schneller vom Werk zu den Abnehmern in ganz Deutschland geliefert werden. Der Ruhrschnellweg sollte Ost mit West verbinden. Aber er trennte auch Nord und Süd. Ohne Brücken hatten Fußgänger schon bald keine Chance mehr. Absperrdrähte für die Verkehrssicherheit. Lastwagen bekamen Vorfahrt im Revier. Der Ruhrschnellweg wurde zur Industriestraße Nummer 1 in Deutschland. Ein Auto zum Privatvergnügen war noch Luxus. Es gab nur 4 Millionen Pkw in Deutschland. Inzwischen sind es 45 Millionen. Heute kämpfen Lkw, Pkw und Straßenbahn um jeden Meter. Moderne Verkehrsleitsysteme laufen rund um die Uhr. Aber die Autobahn läuft noch immer auf dem gleichen Weg. Und die Menschen wohnen immer noch direkt nebenan. Die Schallschutzwände sind auf 7 Meter Höhe gewachsen. Und es stinkt auch nicht mehr so nach Abgasen wie früher. Die Autobahn bemüht sich, einen guten Eindruck zu machen. Bunte Farben statt Betongrau. Und die Menschen nehmen's, wie es ist. Auch aus Flüsterasphalt wird eben kein Sandstrand. Aber wegziehen kommt für viele trotzdem nicht in Frage. Es ist natürlich auch wieder was, was es woanders nicht gibt. Also ich kenne einen solchen Autobahnabschnitt wie in Essen, wo die Häuser so dicht an der Autobahn stehen, kenne ich sonst aus Deutschland nicht. Und das ist eine Sache, die mich immer gefragt habe, wie kann man da wohnen? So dicht an der Autobahn, mir reicht schon die zweispurige Straße bei mir vorm Haus. Das Traumhaus an der A40 gibt's auch in Mülheim-Stürum. Die Hausbesitzer hier haben sich schon vor Jahrzehnten gegen eine Schallschutzwand entschieden. Der freie Blick war ihnen wichtiger.
Familie Schneider wohnt jetzt doppelt hier. Die jungen Schneiders haben vor 5 Jahren günstig gekauft und das Haus komplett saniert. Opa Klaus wohnt 4 Häuser weiter. Schon seit 40 Jahren. Auch direkt an der Autobahn. Und auch ohne Schallschutzwand. Dagegen hat er damals gekämpft. Er wollte keine dunkle, riesige Wand im Garten stehen haben. Und er findet das auch heute noch richtig. Wir leben halt in einer Großstadt, wo Lärm ist. Wo viele Leute zusammen sind, ist auch viel Lärm. Das ist halt so. Das ist das Leben. Und jeder möchte von A nach B so schnell wie möglich kommen. Und dafür braucht man halt Autobahnen. Und die können wir ja nicht irgendwo nur im Grünen oder weiß der Henker, wo keiner wohnt, haben. Also müssen die auch mitten in der Stadt sein. Als Klaus Schneider hörte, dass dieses Haus zum Verkauf steht, hat er direkt seinem Sohn Bescheid gesagt. Aber die jungen Schneiders haben sich den Schritt an die Autobahn genau überlegt. Sollten ihre Kinder direkt an der A40 aufwachsen? Die Vorteile überwogen. Viel Platz für die Familie. Und durch den günstigen Kaufpreis blieb genug Geld für die Sanierung. Ich wohne gerne, es ist wirklich super. Und da wir damals hier komplett alles neu gemacht haben, Dreifachverglasungen in den Fenstern haben, kann man also mittlerweile hier eine Stecknadel fallen lassen und man hört nichts. Wenn man die Türe aufmacht, natürlich, klar, hat man natürlich den Lärm. Oder wenn man draußen sitzt, aber im Großen und Ganzen hört man im Haus selber keine Autobahn. Ob die dritte Generation der Schneiders auch noch hier wohnen bleibt, weiß keiner. Obwohl, Maike sammelt schon Argumente. Es ist irgendwie schon cool, an der Autobahn zu leben. Man kann zum Beispiel, wenn irgendwelche Leute kommen, kann man denen zum Beispiel sagen, ob die jetzt frei ist. Und man guckt halt immer drauf, aber generell, wenn man jetzt so länger hier lebt, dann ist es nicht wirklich mehr so, was sagen wir so besonders, man fühlt es nicht, aber es ist trotzdem noch cool. Heimat Autobahn. Die A40 und die Menschen im Revier pflegen ein sehr intensives Verhältnis. Manchmal kämpft man auch um jeden Meter, vor allem wenn neu gebaut wird. Möglichst unauffällig soll es sein. Die A40 soll sich zurücknehmen, wenn es irgendwie geht. Am besten sogar unsichtbar werden. Geht nicht? Geht doch. Wie hier in Bochum-Grumme. Und die Natur kehrt auch zurück, direkt an den Ruhrschnellweg. Niemand weiß das besser als Werner Zalisch. Seit 30 Jahren lebt er in Sichtweite der A40 und verfolgt seitdem, wie die Rehe, Füchse und Bussarde hier an der Grenze zwischen Dortmund und Bochum immer näher an die Autobahn heranrücken. Und auch den Jäger zieht es zur A40. Aus ganz praktischen Gründen. Die Bäume vor der Autobahn lassen seinen Hochsitz fast unsichtbar werden. Ein großer Standortvorteil. Ein Nachteil, der Geräuschpegel. Tja, alles eine Sache der Gewohnheit. Also ich höre die Geräusche schon gar nicht mehr. Für einen Außenstehenden mag es sehr laut sein, aber ich habe da überhaupt keine Probleme mit. Auch für die Tiere sind die Lichter und Geräusche der A40 nichts Ungewöhnliches mehr. Und das ist gefährlich.
Denn nicht überall trennen Schutzwände Natur und Straße. Wildunfälle gibt es auch mitten im Ruhrgebiet. Der Fuchs wird schon mal hier überfahren, Hasen, Kaninchen sowieso. Aber wir haben hier auch mal ein Stück Rehwild, das hier über die Autobahn läuft. Das hat natürlich dann auch fatale Folgen. Auch für den Autofahrer ist es dann sehr gefährlich. Die A40 ist eine 24-Stunden-Hochleistungsautobahn. Und das seit Jahrzehnten. Sie muss immer wieder repariert, saniert, neu geteert werden. Und um tagsüber Staus zu vermeiden, inzwischen auch nachts. Straßenbau im Schichtdienst. Früher undenkbar. Damals war der Feierabend der Arbeiter noch wichtiger als alles andere. Am Tag meiner Vereidigung zum Wirtschafts- und Verkehrsminister durch den Ministerpräsidenten Clement fuhr ich auf die Autobahn und fuhr gleich in den Stau. Und ich kam zur Vereidigung nahezu 20 Minuten zu spät. Und ich erkannte als Stauursache, dass eine Truppe die Leitplanke reinigte. Und ich habe dann als Verkehrsminister einen Erlass herausgegeben, dass solche Arbeiten nicht zu Zeiten mit hoher Verkehrsdichte gemacht werden. Ganz ohne Baustellen wird es auf der A40 nie gehen. Also hilft nur Ruhe bewahren. Oder aber zur Ruhe kommen. Unter diesem Leitspruch bietet die Epiphaniaskirche in Bochum-Hamme gestressten Autofahrern einen Ort zum Durchatmen. Die Epiphaniaskirche liegt direkt an der Autobahn. Und sie ist seit 2010 die einzige Autobahnkirche im Ruhrgebiet. Das Ruhrgebiet ist mit 5 Millionen Menschen der größte Ballungsraum Deutschlands. Die A40 verbindet auf ihrem Weg von Dortmund nach Duisburg Westfalen mit dem Rheinland. Und auch die Menschen sind eine Mischung. Aus dem Rheinland kommt der Witz, aus Westfalen der klare Blick. Auch auf sich selbst. Es gibt T-Shirts von mir mit dem Spruch A40, woanders ist auch scheiße. Das ist eine Liebeserklärung an die Selbstironie, die die Menschen hier oftmals haben. Also wir können ja nicht wirklich behaupten, dass es hier objektiv schön ist. Die Schönheit dieser Gegend, zum Beispiel hier auf der Autobahn, liegt ja im Auge des Betrachters. Das ist eine sehr subjektive Schönheit. Objektiv betrachtet sind hohe Berge, tiefe Täler und die ganzen Bäume natürlich schöner. Aber das ist nun mal die Gegend, in der wir aufgewachsen sind. Die Straße ist nicht auf Schönheit, sondern ist angelegt so eine Zumutung. Aber sie hat eine ganz hohe Funktion. Sie hat eine hohe verbindende Funktion. Heute mehr denn je. Über 100.000 Autos sind hier täglich unterwegs. Ohne den fortlaufenden Ausbau der letzten 30 Jahre undenkbar. Die Zeit, in der wir aufgewachsen sind, also 70er, 80er Jahre, da sah die ja auch schon ganz anders aus als die B1 in den 50er Jahren. Also diese, wenn man es ein bisschen hochtrabend sagt, steht die Veränderung der A40 auch für die ohnehin permanente Veränderung, die das Ruhrgebiet immer wieder mitgemacht hat, und zwar in ganz engen Zeiträumen. Die A40 ist eben dann auch in dieser Hinsicht ein Sinnbild für alles, was das Ruhrgebiet ausmacht. Ein Sinnbild auch in Zeiten der Krise. Und die erste Krise kündigt sich schon Ende der 50er Jahre im Ruhrgebiet an. Das Ende der Kohle. Die Wirtschaft brummte. Die Deutschen kauften immer mehr Autos. Die Nachfrage nach Öl und Benzin stieg. Die Preise fielen. Fatal fürs Revier. Mit Öl kann man auch heizen. Wer brauchte da noch Kohle? Schon Anfang der 60er Jahre musste auf Halde produziert werden. Die ersten Zechen standen vor dem Aus.
wenn mir jetzt gekündigt würde, ja, ne, und ich würde von der Zicke entlassen, ich wüsste nicht, wo ich heute hin sollte. Auf vier Rädern in die Zukunft. Um von der Kohle unabhängig zu werden, lockte die Stadt Bochum 1960 Opel ins Ruhrgebiet. Auf der Zeche Dannenbaum in Bochum arbeiten zurzeit 1600 Männer. Sie haben die Bergmänner abgelöst. Sie arbeiten nicht mehr in der Steinkohle, sie bauen im Kohlenpott des Ruhrreviers am Stadtrand von Bochum ein großes Automobilwerk. Opel wollte bis zu 20.000 Arbeitsplätze schaffen. Die Stimmung in Bochum war entsprechend gut. Die Krise schien ausgestanden. Und auch auf dem Ruhrschnellweg ging's voran. Unter der Essener Innenstadt standen die Arbeiten am Bau von Europas modernstem Tunnel kurz vor dem Abschluss. Am Tag der offenen Baustelle durften Essener die 1005 Meter unter der Erde zu Fuß erkunden. Der Tunnel war eine technische Meisterleistung, traf aber auf eine Gesellschaft im Aufruhr. Die Studentenproteste erreichten sogar den Ruhrschnellweg. Denn an der Sachsenstraße lag die Druckerei der Bild-Zeitung. Das war oberhalb der B1, das war schon oberhalb des Tunnels. Da war im damaligen Watzverlach die Springer-Druckerei. Und ich gehörte als ganz junger Mensch zu denen, die sich aufgerufen fühlten, die Auslieferung der Bild-Zeitung zu blockieren, und habe mich mit anderen auf die Straße gesetzt. Mörder, ihr dreckige Nazischweine! Aus vielen Städten Nordrhein-Westfalens und auch anderer Bundesländer rollen immer mehr Demonstranten heran. In der Spitze sind es fast 3000. Die bereits vorhandenen, noch recht spärlichen Straßensperren werden erheblich verstärkt und ausgebaut. Von der 200 Meter entfernten Baustelle der B1 tragen die Demonstranten jetzt gegen Mitternacht tonnenschwere Doppel-T-Träger vor das Druckhaus und verbarrikadieren damit auch endgültig den Westausgang der Straße. Und dann gab es einen Schutzkordon von Polizisten, und es war ein Junger dabei, mit dem ich mich freundlich über die Tatsache unterhalten habe, dass er auch aus Mühlheim an der Ruhr kommt. Und dann gab es ein Kommando, das Kommando hieß, wenn ich mich richtig erinnere, räumen. Und die Kette ging erstaunlich mechanistisch vor. Und der gleiche nette junge Mann hob seinen Schlagstock und traf mich hier auf dem Scheitel. Wenn es die Haare nass sind, kann man die Narbe noch sehen. Ja. Aber es war heroisch, als dann das Blut die Stirn runterlief, dann war man der Held auf der Straße. Die Eröffnung der Innenstadtunterführung 1970 war schließlich ein Spektakel. Sogar der Bundespräsident war dabei. Hiermit übergebe ich den Ruhr-Schnellweg-Tunnel seinem Verkehr. 1970 war der Essener Tunnel ein selbstbewusstes Zeichen des stolzen Ruhrgebiets. Wo wir bauen, ist vorne. Der Opel Manta ist ein Kind dieser Zeit. Die besten Exemplare fahren heute noch. Und Ludger Handke hat einen der besten. Mit seiner 2,4-Liter-Maschine ist der Manta leider kein Sparauto. Verbraucht bei sportlicher Fahrweise 25 Liter auf 100 Kilometer. Von 1970 bis 1988 wurde der Manta gebaut. Insgesamt über 1 Million Autos. Die Hälfte davon in Bochum. Ludger Handke hat den Wagen komplett umgebaut, kennt jede Schraube. Der Manta ist sein Traumauto. Und die A40? Die ist wesentlich breiter geworden, ist wesentlich voller geworden. Und in meinen Augen ist die Autobahn nicht schöner geworden im Hinblick auf die alten Zeiten. Für den modernen Verkehr natürlich okay, aber in Erinnerung war es früher gemütlicher. Wirklich? In den 80er Jahren nahm die Verkehrsbelastung auf dem Ruhrschnellweg stetig zu. Und die Autobahn lag jedes Jahr in den Top 3 der Staustrecken in Deutschland. Besonders bitter fürs Revier, die Lkw nutzten den Ruhrschnellweg jetzt als Transitroute. Die Waren aber kamen immer weniger aus dem Revier. Sie fuhren nur noch durch. Nur in der Stauproduktion war man jetzt spitze.
Ingenieure damals, die konnten gar nicht vorhersehen, wie stark der Verkehr zunimmt und auch wie schwer die LKWs werden. Es wurde einfach damals für einen anderen Verkehr geplant, natürlich schon vorausschauend. Die haben auch damals schon für einen stärkeren Verkehr geplant, allerdings nicht für einen so starken, wie er sich jetzt darstellt. Es war kein gutes Jahrzehnt fürs Revier. Am 18. Januar 1985 brach der Autoverkehr zusammen. Auf behördliche Anweisung. Verehrte Mitbürger, hier spricht die Polizei. Die derzeitige Wetterlage hat eine Anreicherung der Atemluft mit gesundheitsgefährlichen Abgasen bewirkt. Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat deshalb Smog-Alarm der Stufe 3 für diesen Bereich des Stadtgebietes ausgelöst. Ironie der Geschichte: Das Fahrverbot war nicht die Folge von historisch hohen Schadstoffwerten, sondern weil kurz vorher die Grenzwerte abgesenkt wurden. Ein Schlag für die Schwerindustrie, aber auch ein Zeichen, dass sich etwas ändern musste im Revier. Die Suche nach einer abgasarmen, wirtschaftlichen Zukunft begann. Für die Autos auf dem Ruhrschnellweg hieß das Katalysatorpflicht. Mit oder ohne Cut. Der Manta ist inzwischen eine Legende. Aber die Geschichte von Opel in Bochum hat kein gutes Ende genommen. Der letzte Opel fuhr im Dezember 2014 vom Band. 3.500 Arbeitsplätze weg. Seitdem läuft der Abriss der Produktions- und Lagerhallen. Lange wusste niemand, wie es in Zukunft weitergehen soll. Doch seit 2016 ist klar, das Gelände ist interessant für Investoren. Ein Pakettransporter will hier seine Verteilzentrale errichten. Immerhin 600 neue Arbeitsplätze sollen entstehen. Und das ehemalige Hauptgebäude wird als Baudenkmal erhalten. Als letzte Erinnerung an die Zeit, als man dachte, wir bauen die Autos für den Ruhrschnellweg einfach selbst. Die A40 ist erst ab 18. Jedenfalls auf dem Fahrersitz. Und sie ist von erwachsenen Ingenieuren gebaut worden. Trotzdem hat sie sich einem jugendlichen Gegner beugen müssen. Ein trutziges blaues Haus mitten in Essen wollte dem Ruhrschnellweg einfach nicht weichen. Warum auch? Basketball spielen ist schließlich wichtiger. Und die Freunde treffen. Das Weigle-Haus ist seit Generationen ein wichtiger Treffpunkt für junge Leute. Betrieben von der evangelischen Kirche. Offen für alle. Das Weiglerhaus steht an der A40 schon länger, als die A40 überhaupt da ist. Das heißt, das Weiglerhaus ist auch immer eine Institution in Essen gewesen. Auch dadurch, dass eben viele Jugendliche hier durch das Haus gegangen sind. Es hat Zeiten gegeben, in denen 800 bis 1000 Jugendliche auf einmal hier im Haus waren. Vor allen Dingen sonntags war das Haus voll bevölkert. Das Weigle-Haus gibt es seit 100 Jahren. Das ist mindestens eine kleine Überraschung. Denn wenn es nach den Planern des Ruhrschnellwegs gegangen wäre, wäre es schon vor 50 Jahren abgerissen worden. Es stand mitten im geplanten Streckenverlauf. Und dann geschah das kleine Essener Wunder. Pfarrer und Jugendliche weigerten sich, ihr Haus ohne Widerstand aufzugeben und forderten eine Streckenverlegung. Schließlich gewannen sie sogar den Bundespräsidenten für die gute Sache. Und seitdem macht die A40 eine Kurve um das stolze blaue Haus. Es ist jedenfalls schön, sich immer wieder deutlich zu machen, wir sind in einem wichtigen Haus, weil das Haus so wichtig ist, dass die Autobahn darum eine Kurve machen musste. Von daher sind wir auch so ein bisschen stolz darauf, auf diese Geschichte. Das Weigle-Haus hat seinen Frieden gemacht mit der A40. Und die Lage direkt an der Autobahn hat auch einen Vorteil. Man kann drinnen so viel Krach machen, wie man will. Die A40 ist immer lauter.
Ich glaube, dass die A40 ein Zusammenhang ist und einen Zusammenhang herstellt zwischen den unterschiedlichen Städten und deshalb für die Ruhrstadt so diese Verbindung ist, diese Lebensart da ist. Und die Menschen, die viel schimpfen über die A40, auf der anderen Seite auch die A40 mögen, weil die A40 das Verbindende ist zwischen den Städten und das Ruhrgebiet zur Ruhrstadt macht. Die Ruhrstadt ist nur eine Vision, eine Zukunftsidee. Aber nachts wird aus dieser Idee Realität. Auch auf der A40. Wenn die Silhouetten der Städte leuchten, ist kaum noch zu unterscheiden. Duisburg oder Dortmund, Bochum oder Essen. Nachts ist es die Metropole Ruhr. Und die Menschen sind unterwegs im Ruhrgebiet. Die geografische Mitte der A40 im Ruhrgebiet liegt in Essen. Essen war früher mal die größte Stadt im Revier. Inzwischen hat Dortmund überholt. Trotzdem hat Essen eine Sonderstellung. Hier sitzen die meisten Großunternehmen. Und in der Mitte von Essen liegt der Essener A40-Tunnel, das Nadelöhr der Autobahn und das technologische Herzstück. Er ist mitten in die Stadt hineingefräst worden. Hinter seinen Seitenwänden liegen die Tresorräume der Essener Banken. Und unten drunter fährt die U-Bahn. Guido Kerki von Straßen NRW ist seit 2008 für den Tunnel verantwortlich. Ich habe diesen Tunnel dann übernommen von einem Kollegen und das war sein Tunnel. Klar, irgendwann mal gibt man den Tunnel ab an einen Kollegen, der übernimmt. Und dann dauert es eine Weile, bis man dann selber merkt, mir geht es genauso. Das ist jetzt auch irgendwo mein Tunnel. Der Steuerungsraum liegt direkt neben den Tunnelröhren. Eine Mischung aus technischem Museum und Hightech. Anzeigen aus den 70ern neben den neuesten Sicherheitssystemen. Bei Notfällen können die Ingenieure von hier aus eingreifen und werden zu Radiomachern. Wir speisen zusätzlich eine Sprachdurchsage ins Radiosignal ein und im Regelfall wird dann Ihr Autoradio eine Unterbrechung machen und Sie hören dann unsere spezielle Durchsage fürs Autoradio. Dort wird der Autofahrer aufgefordert, auf die Lautsprecherdurchsage zu achten. Hightech-Lösungen nicht nur bei der Tunnelsteuerung. Auch die Frage, wie halten wir den Tunnel eigentlich sauber, erfordert ausgefeilte Technik. Und 13 Bürsten. Zweimal im Jahr ist Waschtag, oder genauer Waschnacht auf der A40. Und danach strahlt alles wieder in Fliesenweiß. Raus aus dem Tunnel. Rein in die Zukunft. Nach dem schleichenden Abstieg in den 80er und 90er Jahren war allen im Revier klar, so geht's nicht weiter. Wir brauchen einen Neustart. Das Ruhrgebiet bewarb sich als Europas Kulturhauptstadt und gewann. Ruhr 2010 faszinierte alle. Aus Industriebrachen wurden begehbare Kunstwerke. Über alten Zechen schwebten Erinnerungsballons. Industriegeschichte traf Kultur. Und die A40 wurde für einen Tag komplett für den Autoverkehr gesperrt. Total toll. Ich fand das auch toll, wie die Menschen das angenommen haben. Da hat man erst mal gemerkt, wie sehr stark sie sich doch auch
so einer Autobahn verbunden fühlen? Ich hatte einen Tisch beim Stillleben, natürlich an der Ausfahrt Stadion. Da konnte ich dann tatsächlich auch zu Fuß hingehen. Ich habe eine Panini-Bilder-Tauschbörse gemacht, weil das Stadion da in der Nähe war. Ich habe mich bei der Auffahrt Mühlheim-Heißen dazugesetzt. Ich bin mit dem Fahrrad gekommen. So war das Konzept. Eine Fahrbahn war reserviert für alles, was Räder hatte. Die einmalige Möglichkeit zur Radtour auf der Autobahn. Die andere Spur gehörte den Fußgängern, den Flaneuren, den Künstlern. Es wurden Millionen. Wer Glück und sich früh genug angemeldet hatte, durfte sogar einen Tisch aufbauen. Autobahnfreunde für einen Tag. Bei mir sind alle vorbeigekommen. Also ich habe Leute getroffen, die ich seit der Schulzeit nicht mehr gesehen hatte. Leute, die mich einfach mal sprechen wollten, die mit mir Bilder getauscht haben. Ich habe mir einen Sonnenbrand geholt, weil ich mit dem guten Wetter nicht so lange gerechnet hatte. Aber so im Nacken Sonnenbrand gehabt, habe Leute aus Norddeutschland kennengelernt, mit denen ich dann hinterher noch ein Bier trinken war. Ich habe es als große, unheimlich friedliche Party erlebt, die dann eben auch noch Glück mit dem Wetter hatte, als großes emotionales Erlebnis. Ich fand es super. Könnte man meinetwegen jedes Jahr machen oder vielleicht sogar jede Woche, dann wäre ein bisschen Ruhe. Der Ruhrschnellweg muss funktionieren. Dafür ist er da, seit über 60 Jahren. Ein Stau ist das sicherste Zeichen, dass etwas nicht funktioniert. Nur, wer ist schuld, wenn wieder mal nichts geht? Man muss ja auch fairerweise sagen, man ist ja mit Stauverursacher. Da kann die arme Straße ja nichts für, ne? Dass wir mit so vielen Autos drauf fahren und sie dadurch blockieren. Also muss man auch mal ein bisschen gnädig mit der Strecke sein. Die Zentrale von Straßen NRW in Bochum. Hier wird überprüft, wie gut die A40 noch in Schuss ist. Und hier hatte Annegret Schaber 2012 eine sehr radikale Idee für die Sanierung eines Teilstücks. Im Ruhrgebiet ist eine wichtige Verkehrsader für mehrere Monate gesperrt. Wegen Bauarbeiten ist die A40, der sogenannte Ruhrschnellweg, zwischen Essen-Zentrum und Essen-Ost bis Ende September nicht befahrbar. Eine so stark befahrene Autobahn für einen so langen Zeitraum zu sperren, hatte noch niemand vorher gewagt. Die Alternative? Mindestens 2 Jahre Dauerbaustelle. Als wir mit diesem Vorschlag an die Stadt Essen herangetreten sind, sagte ein Vertreter der Stadt Essen, Frau Schaber, ich glaube, das ist ein Aprilscherz, oder? Ein vermeintlicher Aprilscherz mit ernstem Hintergrund. Ein Eisenbahntunnel unter der Autobahn war marode, musste abgerissen und neu gebaut werden. Die Baustelle erinnerte in ihren Ausmaßen an einen Neubau. Und Baufachleute in ganz Europa waren neugierig, ob alles so klappt wie geplant und wie groß das Stauchaos wird. Ich fahre die Strecke ja seit 30 Jahren jeden Tag. Also da weiß man auch, wie so eine Strecke tickt. Und man kennt auch die Möglichkeiten, wie man bei einer Vollsperrung diese Strecke umfahren kann. In den ersten Tagen achtete Annegret Schaber noch sehr genau auf die Staumeldungen. Doch dann war klar, alles läuft. Langsam zwar, aber die ausgeschilderten Umleitungen funktionierten. Das von Experten vorhergesagte Verkehrschaos blieb aus. Das war für mich so eine typische Sache, dass am Ende viele Dinge gar nicht so schlimm werden, wie man immer glaubt. Also so dieser Katastrophismus, der vorher immer gemacht wird, der wird eigentlich fast nie eingelöst. Da sollte man sich eine Lehre sein lassen und an viele Dinge im Leben viel sachlicher oder gelassener dran zu gehen. Das Stauchaos war ausgeblieben. Aber würden die Bauarbeiter wirklich pünktlich fertig werden? Hunderte waren Tag und Nacht im Einsatz. Und tatsächlich, die letzte Teerschicht wurde rechtzeitig aufgezogen. Als dann der Tag da war, man konnte sagen, wir geben die Strecke wieder frei. Also da waren schon alle, die daran beteiligt waren, froh
ja, auch ein bisschen stolz, muss man sagen. Klar, dass man das geschafft hat, wo doch so kaum jemand dran geglaubt hat, außerhalb unseres Teams. Das war schon ein schönes Gefühl. Die A40 kann also auch Glücksgefühle freisetzen. Und manchmal wird sogar regelrecht idyllisch am Ruhrschnellweg. Bestes Beispiel? Die Stadtgrenze von Mülheim und Duisburg. Eine Autobahn als Regen- und Windschutz. Die Rinder leben ganzjährig hier draußen. Der wilde Westen im Revier. Inklusive Sonnenuntergang. Nur ein paar A40-Autominuten entfernt liegt der Heißener Hof von Familie Steineshoff. Hier wird das Fleisch der A40-Rinder verkauft. Und das der eigenen Gänse. Wenn der Betrieb da ist, ist er da. Und da hat man ja räumlich jetzt nicht so viele Ausweichmöglichkeiten. Also arrangiert man sich mit dem, was da ist. Und ist eigentlich ganz hübsch bei uns und ganz schön. Und mit der A40 direkt um die Ecke. Das sagen ganz viele meiner Freunde, ist total toll, du hast deine eigene Autobahnabfahrt. Ruhrgebietsoptimismus. Alte Schule, neue Generation. Katharina und ihr Bruder führen den Betrieb neben der Autobahn in der vierten Generation. Und das mit wachsendem Erfolg. 2010 haben sie den Hofladen ausgebaut. Alles kommt entweder aus eigener Produktion oder aus der Region. Gänsefleisch vom eigenen Hof. Rindersaftschinken von unter der Autobahn. Die Autobahn ist tatsächlich zum Hof gekommen. Also ich habe sie leider nicht mehr erlebt, aber mein Opa hat mir erzählt, wie er damals gesehen hat, wie die A40 gebaut worden ist. Die ist tatsächlich zum Hof gekommen. Es war nicht so geplant. Die A40 sorgt für Umsatz, denn der Hof liegt auf dem Nachhauseweg der Pendler näher als jeder Supermarkt. Eine kleine Erfolgsgeschichte in einem großen Ballungsraum. Die Zukunft des Ruhrgebiets ist eine zentrale Frage für das Industrieland Nordrhein-Westfalen. Viele kleine Erfolgsgeschichten könnten eine große Rolle spielen. Ein Denkfehler, den viele im Ruhrgebiet immer noch machen, ist, dass sie auf das nächste große Ding warten. Das wird, glaube ich, nicht kommen. Es war Kohle und Stahl und dann war für Bochum jedenfalls das nächste große Ding Opel. Und ich glaube, die Zukunft wird in vielen kleinen Dingen liegen, in der Gesundheitsindustrie, im Dienstleistungssektor, im kulturellen Bereich, also in der Kulturwirtschaft. Aber es wird nicht dieses eine große Ding kommen, was hier die Gegend wieder mit einem Schlag nach vorne bringt. Vielleicht hat die A40 ja noch eine Überraschung in petto und wird selbst zu einem Wirtschaftsfaktor. Immer mehr Unternehmen aus der Logistikbranche entdecken in den letzten Jahren das Ruhrgebiet als zentralen Standort für ihr Europageschäft. Bestes Beispiel: der boomende Duisburger Lokport, ausgerechnet auf dem Gelände des ehemaligen Stahlwerks Rheinhausen. Ein Weg von vielen, auf denen das Ruhrgebiet seine Zukunft finden kann. Da ist an der A40 auch einiges zu sehen. Da könnte man eigentlich Schilder aufstellen und sagen, hier wächst das Neue. Sie war und ist die Ruhrgebietsautobahn. Die A40 verbindet Ost und West. Und sie könnte Deutschlands größtem Ballungsraum auf dem Weg in die Zukunft helfen. Dann bleibt sie auch in den nächsten Jahrzehnten die Lebensader im Revier.